Der Damian Ott am Limit. Er kämpft im Training mit sich selber. Das ist Krafttraining auf höchstem Niveau. Er will zu den besten Schwingern im Land gehören. Für das gibt er alles. Schließlich sind seit seinem kometenhaften Aufstieg vor 2 Jahren auch alle Augen auf ihn gerichtet. Ja, ein gewisser Druck ist sicher rum, um die Saison 2021 wieder dürfen zu wiederholen. Das ist natürlich auch mit den Emotionen, die man wieder erleben will. Tatsächlich jubelt er auch im 2023. Unter anderem gehört er St. Galler und das Thurgauer Kantonale. Für mich war es sicher die beste Saison von der Festzeit her. Ich durfte noch nie 6 Festzeiten in einer Saison haben. Mit den 2 Kranzfestzeiten sicher eine sehr gute Saison, die ich zeigen durfte. Mit knapp 2 Meter Körpergröße und 110 Kilo Kampfgewicht ist er natürlich ein Modellathlet. Aber ein Schwinger muss mittlerweile genauso gern im Kraftraum sein. Ja, wie sagt man, ist mir natürlich am liebsten. Das ist unser Sport. Aber ich glaube, da gehört länger sie mehr auch dazu. Vor allem auch verletzungsvorbeugend. Im Kraft- und Athletiktraining vertraut Damian Ott auf den Robin Städtler. Ein Koryphäe, der schon viele andere Spitzensportler trainiert hat. Bei ihm werden die Kraftübungen hauptsächlich auf solchen Rollen ausgeübt. Wir machen sehr viel mit Balance und sehr viel Kraft austun. Ich denke, da liegen eher meine Stärken im Moment. Rohkraftmässig habe ich sicher noch etwas zu gut zu machen. Damit er noch mehr trainieren kann, wird Damian Ott sein Arbeitspensum als Zimmermann von 70% auf 50% reduzieren. Jetzt werde ich 24 und ja, im Schwingen sagt man so, mit 24 ist man im besten Alter und darum wird jetzt nur Vollgas geben. Ich will die Chance nicht verpassen und darum habe ich jetzt nur ein bisschen reduziert, dass ich nur ein bisschen mehr trainieren kann. Beim Damian Ott scheint momentan alles aufzugehen. Beste Voraussetzungen für ein erfolgreiches neues Jahr.